أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bei der Sonne und bei ihrem Morgenglanz und bei dem Mond, wenn er ihr folgt und bei dem Tage, wenn er sie erstrahlen lässt und bei der Nacht, wenn sie sie bedeckt und bei dem Himmel und bei dem, der ihn aufgebaut hat und bei der Erde und bei dem, der sie ausgebreitet hat und bei einer jeden menschlichen Seele und bei dem, der sie gebildet und ihr den Sinn für ihre Sündhaftigkeit und für ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Wahrlich, erfolgreich ist derjenige, der sie reinhält, und wahrlich, versagt hat derjenige, der sie verkommen lässt. So leugneten die Talmud die Wahrheit in ihrem Trotz. Gedenke der Zeit, als der Unseligste unter ihnen auftrat. Da sagte der Gesandte Allahs zu ihnen: Haltet euch von der Kamelstute Allahs und von ihrer Tränke fern. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und töteten sie. Darauf kam ihr Herr zur Vergeltung für ihre Schuld mit seinem Zorn über sie und ebnete sie ein. Und er fürchtete die Folgen nicht.